Ja, muss ich mir mal durchlesen, da die Internet. Jetzt ist er aus. Was steht denn das Bier hier schon wieder rum? Wie sind die da Futter? Heuschreck oder was? Ja. Snack-Insekt. Schon los? Ja. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Wir testen heute diese leckeren Dinger. Genau, Teil 3 von über Snack-Insekts. Und wir dürfen jetzt noch die Heuschrecken essen. Ich mach schon mal Bier auf wegen Nachspülen und so. Ja. Ey, was soll denn das? Guck hier. Also wir hatten die Heuschrecken schon mal gegessen, aber wir mussten wegen technischer Probleme nochmal das Ganze neu drehen jetzt hier, wissen wir. Aber diesmal mache ich die Flügel ab. Genau. Ja. Die Füße müssen ab, weil da sind wieder Haken dran, habe ich mir erzählen lassen. Die Mehlwürmer waren okay. Ja, die Heuschrecke war echt uncool und dieses andere komische, der Mehlwurm, nee, die Grillen, die waren echt, die nicht fand gut. Ich überhaupt nicht, das war so, ich weiß ja nicht, was da geknackt hat, ja, also, Ja, also dann probieren wir das Ganze mal, Prost, ja, Skull oder wie auch immer. Ich mag nicht. Zum Abschied. Ja, musst du da richtig würgen lassen. Ekelhaft. Also so schmeckt schon mal gut. Boah, die Konsistenz ist so. Jetzt sagt man mal knusprig, nussig. Vielleicht ein Holzfuhm esse oder so. Oh. Also trocknet Gras und naja, was die halt essen. Ne? Boah. Also wie gesagt. Oh Gott sei Dank ist es vorbei. Also, wir haben hier noch was. Wer Interesse hat, kann es mal in die Kommentare schreiben. Der kann sich auch gleich die Mehlwürmer mitgreifen und wir packen sie dann aber drauf. Die Grillen waren das? Genau, Grillen. Die Grillen. Absolut. Schmeckt bestimmt gut und Popcorn oder. Genau, meldet euch bei uns. Also Links zu diesen Köstlichkeiten ist übrigens hier unter dem Video in der Beschreibung. Einfach anklicken und dann bestellen. Oder ihr meldet euch bei uns und bekommt es sogar gratis. Ja. Ich habe das Zeug immer nur in der Zähne, zwischen den Zähnen. Warum steht denn hier eigentlich schon rum? Schleichwerbung hier. Ja, gut. Also, das Fazit: Man kann, aber man muss nicht. Aber so eine kleine Probier-Snack-Pakete, wem das wirklich interessiert, von snackinsects.com kann sich das gerne mal geben. Nee. Hält nicht. Kann sich das gerne mal geben. Nee. Hält nicht. Was kann man damit denn noch machen? Kann man die irgendwie noch in eine Pfanne machen oder sowas? Und dazu Nudeln oder Reis? Ja, einen schönen Salat, oder? Ein Salat? Als Müsli vielleicht? Ja, als Nussersatz? Oder die einen Mixer und Pulver draus machen und dann essen. Kann Enrico nicht weiterempfehlen. Ja. Da esse ich doch lieber mein Stück Fleisch oder Ei, bevor ich mir das gebe.
wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspinnen und sagen, tagelang draußen in der Wildnis, dann gönnt man sich so einen Snack auch mal. Aber ansonsten, man kann es mal probieren. Also von den Nährwerten ist übrigens ja wirklich sehr eiweißreich. Was hat am besten geschmeckt? Die Mehlwürmer. In Anführungsstrichen. Die Mehlwürmer auf Platz 1. Platz 2. Also ich würde da wirklich ja zu denen tendieren, ja. Und der dritte und letzte Platz. Die Grillen. Die Grillen, die knackenden Grillen. Ich weiß auch nicht. Ich will ja nicht wissen, was da knackt, ey. Das ist so komischer, fester Kern. Keine Ahnung. Ist als wenn du so ein Ferrero. Ach, weiß ich nicht. Hast du erst die Schokolade und dann kommt die Nuss so ungefähr, wo es schlimmer, kann man sich das vorstellen. Ich war nur ein Klumpen im Darm. Ja, das kann auch sein. Also nächste Feier kommen die Dinger auf den Tisch. Genau. Sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis demnächst.